Hallöchen, herzlich willkommen zum Teil 3 des Videos Der Versandhandel, ein moderner Riese. Ich habe meine Päckchen bekommen, ich habe sie schon aufgeschnitten, aber noch nicht reingeguckt. Aber ich muss gestehen, ich habe reingefühlt, nämlich hier an der Seite bei Mü, bei Paket, beides. Der DHL-Versand ist eine kleine Macke. Wenn man reinfasst, dann kann man Buchseiten spüren. Habe ich schon gesagt, wie viel ich bestellt habe? Ich habe 11 Bücher bestellt, ein Spiel und eine DVD insgesamt. Einmal Rebuy und einmal Medimops hier unten. Medimops war ein bisschen weniger. Da habe ich irgendwie nicht so das gefunden, was ich wollte. Also für mich ist Medimops jetzt noch bis jetzt nicht unbedingt etwas. Vielleicht zum DVD bestellen, aber sonst eher nicht so. Und ich nehme an, wir wollen jetzt mal reingucken. So, hier haben wir mein schönes Filmmaterial. Ich habe das ja noch nie gesehen, andere regen sich ja darüber mal so auf. Bäh. Joa, kann man machen, muss man nicht. Was ist denn da drauf gemalt? Blanc? Beatrice? Ja, vielleicht sind das alle zusammengepresste Kartons, wer weiß doch schon. Ja, die fusseln. Die fusseln sehr. Also, das hier ist bisschen höher, so. Der Herr der Diebe. Den wollte ich mal sehen. Und der war recht billig. Da müsste eigentlich irgendwo ein Stück Papier drin liegen, aber das sehe ich noch nicht. Die Preise können wir später nochmal durchgehen. Ich gucke erstmal, wie das so ist mit der Freigabe. Ach du Scheiße. Manchmal sind diese Dinger hier noch. Hier ist ein bisschen. Also, hier ganz unten sind so ganz. Blenden. So ein paar Kratzer. Ansonsten so ein paar Fingerabdrücke und ein paar Fettflecke. Ja, mal gucken. Also ich denke, es wird funktionieren. Aber am PC wird es definitiv funktionieren. Ist jetzt nicht super, aber jeder hat mal kleine Kratzer drin. Hier, so, abgelegt. Dann habe ich mir bestellt. Ach ja, und es ist wirklich so schön dünn. Man das? Lucy und Leander. Verflucht himmlisch. Ich fand das Buchcover so toll. Muss es da ja haben. Gucken wir uns mal die Quali an. Hier ist so ein kleiner blauer Fleck. Hat wahrscheinlich jemand irgendwas in der Hand gehabt. Ist jetzt nicht dramatisch. Seiten sind okay. Hinten ist nichts kaputt dran. Hier ist noch so ein kleines Aufklebselding. Da ist auch nichts kaputt. Ich schlag mal auf. Super. Das wollte ich ja schon immer mal haben. Sieht man es? Unverkäufliches Leseexemplar. Bei meiner, gleich meiner ersten Bestellung sowas drin. Herrlich. Finde ich gut. Andere beschweren sich ja da immer tierisch drüber und ich find's sehr lustig, dass ich sowas gekriegt habe. So, wollen wir mal zum Vergleich ein Medimops-Buch rausholen? Das wäre eigentlich mal eine gute Idee. Aber ich habe hier so wenig Platz auf dem Bildschirm. So. Medimops in Großaufnahme. Ich mache auch gar keine Werbung. Nein. Nein, natürlich mache ich keine Werbung. Das war ein komischer Karton. Also der Medimops-Karton war übrigens nicht beschädigt, aber da sind auch weniger Bücher drin. Ne? Bisschen störrisch. Ist aber schon eine leicht lidierte Ausgabe. Oh ja. Also ich glaube, ich habe wirklich nur gut bestellt und wenn ich das nur gut nennen würde. Nein, das würde ich nicht mehr gut nennen. Ach du Scheiße. Ja, ich kann jetzt mit leben. Also toll finde ich es auch nicht. Also erstmal, es ist hier so Sophies Welt. Ja, die sollte man kennen, zumindest als Film. Wer den nicht kennt, hat verschissen, ganz ehrlich. Es ist jetzt schon ein bisschen älteres Buch, ein bisschen gelb, das stört mich aber nicht. Aber dass diese Ecken hier so runterstehen, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Überall und hier ist so ein riesiger Knick im Buch hier in der Mitte, den sieht man aber
kaum, wenn man nicht das, wenn man nicht mit Licht daran geht. Schief ist es auch gelesen. Der Einband löst sich. Innen drin sind überall Ecken. Also gut ist es nicht mehr. Aber es ist halt auch schon ein altes Buch, ne? Da kann man nie so genau wissen. Also ich muss, glaube ich, mal hier umdisponieren. Wartet mal. Oh mein Gott, ihr habt Teile meines Körpers gesehen. Damit ihr hier alles nicht drin habt. Packmaterial, nur Papier, ist ein bisschen dürftig, ehrlich gesagt. Obwohl es natürlich ökologisch gut ist, aber ist jetzt auch nicht besonders weit gefächert geknüllt. War jetzt aber nur so ein Schlauch. Oh, ja, ist das ein dicker Wälzer. Der sechste Band von Papierakademie. Ist echt dick geworden. Der ist ja noch nicht so lange draußen. Soweit ich das weiß. Also hier löst sich bald der Block raus. Definitiv. Aber das ist halt auch so dicke Bücher wie heißt der Umschlag? Nicht gebunden, nicht gebundenen Umschlag. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Da kann es auch schon mal passieren. Aber mir steuert, wie das so gelb werden konnte in der kurzen Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es habe. Es hat auch Leserinnen, aber wie gesagt, ich mache auch Leserinnen meine Bücher. Und ich werde auch noch erklären, warum in einem anderen Video. Soll ich es nochmal reinhalten? So. Also ich finde, das Cover jetzt nicht so schön wie die vorhergehenden, muss ich übrigens erst mal sagen. So, das war wieder ein Medimops-Buch. Jetzt kommt wieder ein Überall-Buch. Bisher ist die Qualität von Überall ja besser. Ich habe immer Angst, dass mein Laptop sich ausschaltet. Gucke ich erstmal. Also, die sind mal so Fusseln drauf, was mich nervt. Oh. Naja. Also, das ist auch ziemlich gelb von der Seite. Es ist übrigens Blutpakt von Kim Harrison. Falls jemand das interessiert, ich lese die Reihe ja, aber ich bin noch nicht so weit. Ziemlich gelb von der Seite. Unten ist, sind ein paar Seiten ein bisschen angedutscht und oben, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wahrscheinlich nicht. Hier sind so kleine, Striche. Als hätte jemand da Kuli rüber, aber nicht so wirklich irgendwie durchgepauscht. Ich blätter mal durch. Jeden Fall hat jemand geschafft, dieses Buch ohne Leserin zu lesen. Was, bei so 500 Seiten Dicke. Und jetzt kommt ein Buch von Medimops in einem seltsamen Format. Ist wirklich ein seltsames Format. Ist es in echt, also ist es, wenn man es im Laden kauft, gebunden auch so groß? Ich freue mich natürlich. Vor allen Dingen, dass es gebunden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es gebunden bestellt habe. Oh, ich freue mich. Ich finde es schön. Das Labyrinth der träumenden Bücher. Riesengroßes Format. Also auf jeden Fall. Moment. Die haben echt das Spiel nach unten gelegt. Sind die bescheuert. Egal. Das war jetzt Blutpakt. Gleiche Höhe ungefähr. Wartet, wartet, wartet. Ich versuche zu peilen. Ihr seht auf jeden Fall so ein Stück höher. Und ich es unten auf die gleiche Höhe halte. Ist gerade ein bisschen schwer hier alles hinzuhalten mit den ganzen Kartons. Das ist auch in einem super Zustand. Ich mache mal den Schutzumschlag ab und guck mal kurz runter. Weiß auch nichts. Oh, der findet diese teuer, der Schutzumschlag. Hat mir jemand das schon mal gesagt? Ich hole jetzt noch den letzten Rest von Medimops raus, um den Karton wegzukriegen, damit wir hier eine bessere Sicht haben. Also durch den Transport ist die Spielebox jetzt ein bisschen eingedellt hinten. Ja? Ein bisschen kacke. Aber ich habe mir bestellt bei Minimops Venezia. Das wollte ich haben. Das kostete nur um die 3 Euro, soweit ich das weiß. Was auf dem Lieferschein nicht draufsteht, Leute, schreibt's rauf. Dafür sind Lieferscheine da. Ganz ehrlich. Und wir gucken mal rein.
Ich habe mal wieder meine Entpackungsprobleme. Aber ich freue mich immer tierisch, wenn eine Bestellung kam. Medibobs kam, glaube ich, ein. Ja, Hyperion kam früher, Medibobs kam später einen Tag. Ich habe sie beide am Wochenende bestellt und heute ist Donnerstag. Aber ich bin froh, dass ich die Standardverpackung drum habe. Oh wow. Da ist kein Kratzer dran. Nichts. Guck mal, man kann sogar meinen Bildschirm drin spiegeln. Seht ihr das? Mein Bildschirm! Also da freue ich mich gut richtig drüber. Ist, glaube ich, auch ein etwas älteres Modell, aber ich zock auch nicht so viel und wenn zock ich lieber ältere Spiele, ehrlich gesagt. Ich muss nur diese blöden Aufkleber abkriegen. Aber das scheint zu gehen. Mache ich nachher. Eigentlich normalerweise für mich immer gleich ab. Und jetzt kommen wir echt zu der riesen Überbestellung. Da ist noch eine Menge drin. Hier ist die Ecke ein bisschen. Also das ist Wolfgang Holbein, Buch der 1000 Tode. Das ist auch schon ziemlich gelb, aber das ist auch schon ziemlich lange draußen. Die kam ja erst als Hefte raus. Also diese Buch, die Hexerromanreihe von Holbein. Ist übrigens echt gut, wenn man sich drauf einlässt. Bisher sehe ich hier nichts weiter. Ja, ein bisschen knackt schon, wenn man es aufmacht, aber das liegt einfach an dem Umschlag. Nenne ich es jetzt einfach mal. Hier ist ein bisschen die Seite angeditscht, aber das wäre mir auch passiert. Und eine Leserille ist drin. Wenn nur eine Leserille drin ist und dieser Mensch normalerweise Leserillen reinmacht, dann hat das wohl nicht weit gelesen. Schade. Die ist echt gut. Dann habe ich mir bestellt. Und ich habe es in so einem schönen Cover gekriegt. Spiderwegs, Teil 1. Ich liebe den Film, ja. Wahrscheinlich nur, weil ich die Bücher dazu noch nicht gelesen habe. Sonst sind ja Filme immer tierisch schlecht. Und gucken wir mal rein. Farbiges Bild. Super. Ich freue mich echt. Wow. Da sieht er mal ein Bild. Also bisher ist Vivi qualitätsmäßig wirklich besser. Und hier ist nichts dran. Gar nichts. Dann habe ich es mir endlich bestellt. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht von meiner Wunschliste runtergenommen. Oh, das hört sich so toll an. Ich habe mir bestellt. Der Nachtzirkus. Von Ehring Morgenstern oder so. Oh Gott. Optische Täuschung. Soll ich euch mal ein bisschen optisch verwirren? Wow. Also ist er richtig reingeprägt, auch in den Buchrücken. Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht. Jetzt geht schon wieder mein Bild weg. Hier ist richtig rein geprägt. Der Schutzumschlag ist ein bisschen angegriffen. Das stört mich aber nicht weiter, weil die Dinger heißen Schutzumschlag. Ehrlich gesagt, weil sie schützen sollen. Deswegen finde ich es auch ein bisschen immer blöd, wenn unter dem Buch. Quatsch, unter dem Buch. Unter dem Schutzumschlag der Buchumschlag nicht genauso aussieht. Was man vielleicht hier noch sieht, ist, dass sich hier zwischen Buchrücken und dem gebundenen langsam ein kleiner Hohlraum bildet. Aber das tut sich immer bei solchen Büchern. Das ist also nicht weiter schlimm. Soll ich eigentlich sagen, worum es dabei geht? Ihr wisst es doch bestimmt alle. Also, wenn man es bei einigen Büchern nicht weiß. Jetzt kommen euch noch drei Bücher. Dann kann ich euch sagen, wie viel das gekostet hat. Oh, ich bin bisher richtig zufrieden mit Rebuy, muss ich echt sagen. Ich werde wohl ein Rebuy-Kind. So wie es aussieht. Und das mit dem Leseexemplar stört mich nicht wirklich. Das stört ja die meisten extrem. Ich finde es einfach nur lustig irgendwie. Außerdem steht es nicht vorne auf dem Umschlag. So, jetzt haben wir hier. Trick soll yeah. Ich habe den zweiten Band davon gelesen und möchte jetzt den ersten lesen. Ich habe letztens irgendwann gehört, jemand sagte, der Autor hätte gerade momentan keine Lust, einen dritten zu schreiben. Ja, und dann hat sie so das Gefühl gehabt,
dass es dann nicht wert ist, die Reihe zu lesen, wenn der Autor schon nicht weiterschreiben soll, kann, möchte. Das ist doch totaler Schwachsinn. Die Reihe, also der zweite Band ist zumindest super toll. Da gibt's nichts dran zu meckern. Man muss natürlich ein bisschen Humor mitbringen für einige Scherze und Andeutungen, aber bitte. Was soll das? Nur weil er gerade keinen Input dafür hat oder er gerade Probleme persönliche hat mit seinen Charakteren, dann ist es nun mal so. Hier oben ist ein bisschen Dreck, ein klein wenig dran. Ja, in der Ecke. Irgendwo ist da ein Pünktchen in der Mitte. Das seht ihr wahrscheinlich nicht, aber das stört mich jetzt auch nicht so. Und das ist super. Es ist ein bisschen schief gelesen. Alles, ein bisschen. Auf der Kamera sieht es richtig schlimm aus, aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Es kommt ordentlich ins Regal und dann, ist gut. Wird halt von der anderen Seite wieder gerade gelesen. Punkt. Nein, natürlich nicht. Mein Stapel wächst. Ah, ich habe hier ja noch einen. Moment, hier. Außerhalb des Bildes, Randes, wo ich auch sitze. Außerhalb des Bildes, Randes? Ich sollte, auf meine Artikulation achten. Aber dieser Fuseln. Also ich kann verstehen, wenn manche Leute nicht mögen, weil sonst man eine Stauballergie hat. Jetzt kommen zwei Teile, die gehören zusammen. Und die sind echt dick. Die davor waren die auch so dick. Ja. Aber das müsste ja der nächste drauf sein. Ich guck. Erstmal Pendragon, der Herr der Zeit. Muss vielleicht mal ein bisschen rausgehen. So. Pendragon, der Herr der Zeit. Pendragon? Ich weiß auch immer nicht, ob ich den richtig ausspreche. Ich weiß gar nicht, ob es die anderen Bände davon auf Deutsch gibt, aber ich habe die ersten beiden angefangen und fand die so toll. Besonders, die Stadt Fa. Den finde ich richtig toll. Hier sind diese Krisseln unter dem. Naja, ja. Also am Buch selber, also am Umschlag ist nichts. An dem gebundenen Umschlag ist ein bisschen gelb und sonst ist auch nichts dran. Also auch ein super Kauf. Ich versuche gerade. Also ist mit diesem Hinschieben in die Kamera rein und raus, das kriege ich noch nicht so wirklich hin. Hier ist der Schutzumschlag ein bisschen angeschlagen bei meinem nächsten Buch. Und ein bisschen sind die Seiten dreckig, aber nur minimal. Sonst könnte mir mal jemand in die Kommentare schreiben, wie viele Bände die Reihe hat und oh, das Buch ist auch oben ein bisschen angeschlagen. Wie viele Bände die Reihe hat und wie viel es davon auf Deutsch gibt schon. Ich habe Angst, ich muss die anderen auf Englisch lesen. Mein Englisch ist nicht so gut. Das ist übrigens das letzte Buch, auch ein Pentragon-Roman. Der sieht so aus. Der Palast der Illusion, Band 4. Die sind super. Ja, die sind super. Gucken wir mal rein. Ob hier auf dem Lieferschein drauf steht, was ich bezahlt habe. Könnt ihr das nicht einfach raufschreiben, Leute? Naja, wir sehen uns dann eh nochmal an meinem PC wieder. Nee, steht nicht drauf. Ich habe 9 Artikel bei Viva gekauft und 9, 11 minus 9 sind. Kann ja gar nicht aufgehen. Oder? Doch, geht auf. Auf jeden Fall habe ich 9 von den 11 Artikeln bei Viva gekauft. Und ich bin mit Viva mehr zufrieden, auch wenn der Karton kaputt war. Was mich nicht so begeistert. Aber das kann ja auch an DHL liegen. Nicht DHL? Ich habe jetzt erstmal wieder genug Lesestoff für eine ganze lange, 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 lange Weile. Und mein Schlussfazit ziehe ich, wenn wir uns auf meinem Rechnerbildschirm wiedersehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt auf meinem heimischen PC. Sprachstörung. Jetzt auf meinem heimischen PC und nicht auf meinem Laptop. Ich hoffe, die Cam von meinem Laptop ist nicht besser. Wo schauen wir hin? Ah ja, doch in meine Dateien. Gucken wir mal unter Bilddateien. Ich nehme ich ein bisschen mehr sagen. Hier,
Nein, das war meine Avel-Bestellung. An die erinnert euch, das war das letzte Mal. Jetzt schauen wir uns. Es muss doch hier irgendwo stehen. Hier haben wir eine, die Rebuy-Bestellung. Okay, Pendragon, Band 3 und 4. Einer 1,39 und einer 89 Cent. Das ist eigentlich relativ super. Das Buch der 1000 Tode, 5 Euro. Das ist auch ein 500-Seiten-Buch, dafür kann man 500 Euro zahlen. Trickster, das ist noch relativ neu, 7 Euro. Kann ich mitleben, muss ich nicht, aber ich kann. Blutpakt auch so um die 5 Euro, in Ordnung für ein 500-Seiten-Buch. Lucy und Leander, 1,29. Hätte ich mir so im Laden auch gekauft, wie es angekommen ist. Herr der Diebe, 1,59. Oh. Ein guter Preis für eine DVD. Wenn ich mir überlege, dass die DVDs inzwischen 20 Euro kosten. Hallo? Das ist ein Rohling. Ihr könnt ein bisschen runtergehen mit dem Preis, Leute. Spiderwigs, 2,49. Ein bisschen teuer für ein dünnes Buch, aber da sind auch Illustrationen drin und außerdem bin ich leicht verliebt. Der Nachtzirkus, fast 10 Euro. War mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Finde ich. Dann hatten wir die 3,99 € Versand. Ist auch für mich ist es viel, weil ich viele Ausgaben im Monat habe. Weil meine Ausbildung, die muss ich selber bezahlen. Dafür gibt es keine Unterstützung vom Staat. Auf jeden Fall nicht in diesem Maße. Insgesamt bei Rebuy habe ich also 33,91 € gelassen. Klang gerade so komisch. Dann scrollen wir noch ein bisschen runter. Aber ich habe doch auch die Medimobs-Bestellung. Die habe ich mir doch aufgeschrieben. Außerdem wollte ich euch doch noch irgendwas anderes zeigen. Genau, wo sind denn meine anderen Bilder? Ach, Leute. Können die denn nur sein? Sind die auch nicht? Wartet einen Moment, ich mach Pause und wir sehen uns gleich wieder. Also, hier steht auch direkt in Medimobs nicht, wie viel ich bezahlt habe. Das möchte ein Mensch wissen, wenn er in deine Bestellhistorie guckt. Abgesehen vom Titel. Das finde ich immer ein bisschen jetzt blöde. Also schauen wir uns jetzt einfach mal die anderen Sachen an und sehen das mal als Minus an. Moment. Nein. Tut mir leid, Leute, es ist schon spät. Ich bin ein bisschen durch den Wind anscheinend. Obwohl ich gedacht habe, ich bin eigentlich noch ganz gut im Rennen heute. Ich habe jetzt in die Bilddateien noch reinkopiert meine Amazon-Bestellung. Das ist ein Amazon-Paket und jetzt kann ich euch eigentlich mal zeigen, was ich meine. Jetzt, wo ich die Maus entlang führe, also in der oberen Ecke des Paketes, seht ihr diese Riffeln zwischen den einzelnen Paketböden. Also sowas macht ein Paket stabil. Wenn ihr euch jetzt an das Rebuy und Medimobs-Paket erinnert, dann habt ihr gesehen, dass diese Wände nur Millimeter dünn sind. Das hier sind mindestens 2 oder 3, erstmal schon so allein. Und dann haben sie noch diese stabilen, oh, ich habe gerade mit dem Finger aufgezeigt, diese stabilen Dreiecke, die diese Pappe widerstandsfähiger machen. Ja, dann haben wir hier das nochmal von einer anderen Ansicht. Dieses Aufreißsystem mag ich übrigens auch nicht sonderlich, also manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Hier könnt ihr schon schmulen, was drin war. Und das war drin. Cornelia Funke, der Spionin der Kinder. Das ist ihre Biografie. Ich habe auf Goodreads schon gepostet, wie ich es finde. Das war ein Neubuch. Und das hat nur 4 Euro, 5 Euro gekostet. War stark reduziert. Musste ich haben. Es ist auch schön illustriert und alles, aber das könnt ihr dann selber noch nachlesen. Ich habe es euch ja
falls sich jemand dafür interessiert, deutlich hingeschrieben. Was lässt sich dazu noch sagen? Ja, der Versand ist bei Amazon immer gut. Das Paket ist gut. Es kommt relativ schnell an. Ich weiß allerdings nicht, wie schnell das ankam. Auf jeden Fall war es wenige Tage später da. Ich bestelle eh immer am Wochenende, deswegen habe ich immer das Gefühl, es dauert länger. Und das Neuware war aber auch nichts am Buch auszusetzen. Ja, jetzt habe ich euch alle Vor- und Nachteile der bekanntesten Shops genannt. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare jetzt runterschreiben, ob ihr noch Shops kennt, die ich mal überprüfen soll. Für mich muss ich sagen, ich bin nochmal ein großer Fan von Amazon, was die Qualität angeht. Aber ich finde auch Avel total toll, weil Avel ist für mich wie eine riesen Bücherwühlkiste. Total genial. Man findet auch Sachen, die man sonst nicht finden würde. Und Rebuy gefällt mir von der Vielfalt her. Und Medimobs ist eher eine Sache, wo ich DVDs oder Spiele bestellen würde. Sag ich jetzt einfach mal so pauschal. Wer mit Gebrauchtwaren nicht kann, sollte Medimobs und Rebuy meinen, jedoch vielleicht mal in Avel reinschauen. Wenn man mal so eine Menge Exemplar kauft, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Die sind im Großen und Ganzen ja noch gut erhalten, außer ein paar Kratzer auf dem Buchrücken. Da hat man nicht diese Probleme mit Leserinnen etc., wenn man damit ein Problem haben möchte. Ja, was lässt sich noch sagen? Ich kann mal ein bisschen durch Bilder schalten, während ja. Was können wir noch sagen? Nur, dass wenn ihr noch einen Teil wollt, ich noch einen mache. Wollt ihr mal so sehen, was ich so kaufe und bekomme, wenn ich Vlogs mache? Ach ja, das bin übrigens ich. Warum auch immer das hier drin ist. Und das ist mein Armschmuck. Und ihr werdet mich eh bald sehen. Das ist eine Spielerei von mir. Ich arbeite viel mit Gimp. Mein erstes Kanaldesign. Na, eigentlich war das mein erstes Kanaldesign, aber das hat keiner von euch gesehen. Schön. Games Nines erster Kommentar. Ich sollte ein Herzsyndrom haben. Ach, ich werde jetzt nur das Teil geschwören, jetzt mit dem Zeug hier auf. Für mich, ich werde weiterhin wahrscheinlich bei Rebuy bestellen, weil ich mir momentan nicht mehr leisten kann. Und bei Avel, ja. Und bei Amazon wahrscheinlich auch, aber nicht mehr so oft. Also ihr habt jetzt alle Vor- und Nachteile gesehen, die ich euch da bieten konnte. Vielleicht machen wir das in ein paar Jahren wieder und mal sehen, ob ich meine Meinung geändert habe. Wir sehen uns und ich freue mich auf eure Kommentare. Tüdelü!